Wie schön ist es? Wir können das alles total zerstören. Gleich bei uns zu Gast, aber ehrlich. The Rasmus ist gleich bei uns in der Shadows aktuelle Single. Und da sehen wir sie jetzt gleich mal im Guestroom schon mal. Da sitzen sie und warten sie. Endlich sind sie auch in Deutschland. Ich habe lange darauf gewartet. In Finnland mehrere Alben Goldstatus. Das letzte Doppelplatin und jetzt haben sie ein neues am Start. Heißt Dead Letters. Erscheint bei uns erst im September. Aber die Single, die gibt es jetzt gleich sofort als Clip. Und zwar in the Shadows, The Rasmus und gleich bei uns bei Select MTV. Es ist mir ein bisschen peinlich. Ich wollte jetzt ganz groß Erasmus auf den Boden schreiben, habe mich aber verschrieben. Egal. Jetzt ist halt Tee, mein Lieblingsgetränk. Herzlich willkommen in Erasmus aus Finnland bei Select MTV. Hi everybody. Hi. How are you? You're fine. Hi, nice to meet you. And the next one. Hi. Wir umarmen gleich alle. Hi. Take a seat. Yeah, I have to work here, you know. It's a kind of a bureau. You can do whatever you want to do in this show with this set, you know. Also Sie dürfen heute alles tun in dieser Show mit diesem Set. Es ist uns scheißegal. Wir sind total relaxed. It isn't your first time in Germany, right? You were here with some bands as a support act, right? Yeah, we have been touring like 1.5 years ago with Dover, which okay. is a Spanish, yeah, Spanish band. I know them. So Sie waren schon mal in Deutschland natürlich mit Dover. Da haben Sie herumgetourt. Das ist eine spanische Band. And you're not so known here in Germany, but there are many callers for you in the line. So why is it like that? Oh, that's great to hear. Yeah? Yeah. You didn't know that? No. Also Sie wussten es nicht, aber die sind schon richtig bekannt. Es sind jede Menge Anrufer und deshalb gleich die erste Salia. Hallo. Salia. Hallo. Hi. Hallo. Du hast eine Frage an Erasmus. Ja, ich habe drei Fragen. Ach, du legst gleich richtig los. Mal die erste. Also, okay, kann ich die auch in Englisch stellen? Wenn du willst, natürlich. Dann gib mir nur die Zeit, sie zu übersetzen zwischendurch. Okay, bitte. Gut. Okay, since Evanescence have cancelled their three German concerts in Berlin, Munich and Hamburg, where you would have been their support act, will you still give concerts in Germany? Also, sie meinte gerade, die soll after translate, one minute please. Sie meinte gerade, die hätten ja mit Evanescence auf Tour gehen sollen als Support Act. Allerdings, der Gitarrist von Evanescence wurde ja leider krank, jetzt mussten die diese Konzerte absagen. Werden sie trotzdem in Deutschland bald auf Tour gehen? Yeah, of course we will play gigs here in Germany. Tomorrow we will play in Mannheim. Yeah, and Campus Donation, yeah. And I think that we will do a tour in the fall. Okay. Because we are releasing the Dead Letters, the album in September. In September, so I think that we're gonna do a German tour. That maybe time. October, but it's sad that they cancelled the gigs. Yeah, of Evanescence. Course it is. It would have been so nice to play with them. Because it's a cool band. Yeah, it is. Also, sie werden auf jeden Fall auf Tour gehen, wenn sie ihr Album rausbringen. Vielleicht im Oktober. Im September kommt ihr das Album. Und sie finden es auch sehr schade, dass Evanescence nicht spielen können und sie somit auch nicht. Salia, hast du noch eine schnelle Frage, weil wir haben ja noch jede Menge Anrufer. Yeah, okay, since you're coming from Finland, just like the band Him, and you're my two favorite bands, I just wanted to know if you know them personally. Sie wollte wissen, ob die Erasmus Him persönlich kennen. So, about Him, yes, we have been touring with them in Scandinavia, it's good to have a lot of Finnish bands in Germany. I think we are kind of What's special proud. About Finnish bands? I think that the Finnish people are best to be like best being in being sad moods and like the melancholic. Oh, music. Die Finnen können am besten melancholisch sein, meinen Sie? Und Sie kennen ihn, die waren mit Ihnen auf Tour. Wir spielen seinen Videowunsch. Nein, wir spielen Evanescence jetzt passend. Passt dir das auch, Salia? Kann ich noch eine CD haben? Ja, kriegst du. Kriegst du, Salia. Und jetzt spielen wir Evanescence passend. Okay, danke schön. Ach, bitte, Salia. Da sind wir wieder, zurück bei Select MTV, der Erasmus bei uns zu Gast und ich habe mal eine Frage. Dead Letters ist your new album. Dead Letters heißt das neue Album. Schreibt irgendjemand noch Briefe? Do you write letters or do you prefer emails or stuff? I think letters, real letters are much more romantic, you know? You're It's right. nice to get a real letter in your Do you hand. Write love letters or not at all? Schreiben Sie eigentlich Liebesbriefe an Mädels oder überhaupt nicht mehr? Because that's more romantic. Yeah.
Yeah. And actually, I'm not a good writer. I'm better songwriter. So. Okay. But so actually, these songs friends. That we do, they are kind of letters to some people. Okay. They're very personal lyrics. Also, ihre Songs sind Briefe für manche Leute, also an manche Leute, und er ist ein besserer Songschreiber als Briefeschreiber. Und jetzt ist die Caro in der Leitung. Hallo, Caro. Caro, wo bist du denn, Caro? Ist die Caro eingeschlafen Hello. Währenddessen? Hello. Hello. Caro ist nicht da. So egal. Wir fangen jetzt an, unser Studio zu zerstören. Und zwar, if you want to, we can begin to destroy all this. Oh. Aufgepasst, yes. ich kann total aggressiv werden. Num, num. That was my one. Und ihr seid inzwischen hier in the sacrament. Oh yeah, feels good. Da geht's ja richtig rund gerade. Wir hören das Sacrament gleich. Ich glaube, die Rasmus kam mit denen noch sprechen, guys. What is it about? Do you do it every day? So in your studio stuff? Yeah, hotel rooms, you know. Should I come to your studio and destroy it? Soll ich in ihr Studio kommen und das zerstören? Das ist ja echt unglaublich. Sit down, guys. We have to talk. We have to talk. Sit down. Sit down, please. Please sit down. Wir sind ja noch lange nicht fertig, aber es geht noch weiter. Hymn the Sacrament kommt jetzt übrigens und dann reden wir hier noch ein bisschen. Da sind wir wieder. Wir zerstören gerade das Select Studio, weil es gibt ja ein komplett neues. Sieht man mich eigentlich, I'm too small for this wall, I think so. Guys, I've got many questions, for example. You're very, very great in Finland, a big success. Is it still exciting for you to release a new album in Germany now, or are you completely relaxed because of the great success in Finland? Also ich wollte wissen, ob es für Sie überhaupt noch aufregend ist, irgendwas zu veröffentlichen in Deutschland, weil die eh schon richtig viel Erfolg haben in Finnland. I see this thing like this. We have the success in Finland, it's great. But I think releasing and starting all over again here in Germany is great because it's a new